Jetzt Georg mit Neuigkeiten aus der Audiobearbeitungsautomatisierung. Tolles Wort. Was muss ich da jetzt? Später. Ja, das willst du nicht speichern. Na. So, hast du alles? Haben wir alles, ja. Dann go. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ich bin der Georg von Auphonic und jo, wo fangen wir an? Also, ich will jetzt nicht erzählen, was Auphonic ist, also das kann man sonst später mal machen. Können ja mal fragen, weil hat irgendjemand noch nicht verstanden, was Auphonic ist? Okay, da hinten ist egal. Also, kurzer Überblick, was das ist. Also, man kann da so sogenannte Productions machen. Da ladet man so ein Audio-File hoch und dann, wie eben schon besprochen, kann man so Metadaten dazu tun und so weiter. Aha, das ist jetzt nicht mein Computer, deswegen schaut das da alles ein bisschen anders aus. Tun wir das alles mal weg, damit das nicht so verwirrend aussieht. Und unten gibt es eben die ganzen Audio-Algorithmen, das Core-Stück von unserem Ding ist. Und die werden dann eben auf dieses File angewendet. Mach mal ganz schnell nur den Kontrast, ja? Der muss runter. Das ist, Und das Ding ist, also bis jetzt war das immer so, dass man da eben oben ein Audio-File auswählt. Also das war jetzt gerade eine gute Vorbereitung mit dem Reaper. Also bei Reaper hat man gut gesehen, wie der Ralf das gezeigt hat, dass man da eben verschiedene Spuren mit verschiedenen Sprechern und so weiter hat und dann wird das vom Reaper aus auf eine Stereo-Summe down gemixt oder zusammengemischt und das ladet man dann eben bei uns hoch und bei uns wird das weiter prozessiert. Und wenn man das dann so prozessiert, dann sieht man zum Schluss das Ergebnis. Das schaut jetzt da ein bisschen anders aus, weil das Spezial-Admin-Interface ist. Aber man sieht halt, dass so die Lautstärken so ausgeglichen werden und dann gibt es so ein neues Reduction und so weiter. Und das kann man sich dann in den Statistiken auch anschauen, was da passiert ist. Okay, aber jetzt hat man das Ding, dass manchmal funktioniert das natürlich nicht so ganz optimal, wenn man zum Beispiel so Aufnahme macht in Räumen mit verschiedenen Sprechern und dann hat man zum Beispiel gutes Audio-Equipment und ein Mikrofon pro Sprecher und so und dann mischt man das alles zusammen und dann kommt man drauf, ups, der ganze Raumanteil wird immer höher oder das ganze Rauschen im Raum verstärkt sich halt je nachdem, wie viel Sprecher man hat und das ist nicht ganz so trivial wegzubekommen, also man kann das mit so sogenannten Noise Gates versuchen oder Expander, da ist das Problem, dass das nicht immer funktioniert, weil dann hat man wieder Übersprechen von anderen Sprechern und dann weiß man nicht, wo man diesen Threshold setzen soll und dann pumpt es wieder alles und so weiter und so fort. Oder man hat zum Beispiel Skype-Zuspielungen, Teamspeak, Mumble, da ist immer extrem viel Noise drinnen und das ist dann immer die ganze Zeit extrem laut da. Und ja, was macht man da? Hoffen, dass es gut wird oder was anderes? Und zwar zeigen wir da gleich mal ein Beispiel. Man könnte das ja so machen, dass man quasi die einzelnen Spuren hochladen kann, wie man das vorher im Reaper schön gesehen hat. Also das ist jetzt ein Beispiel von Not Safe for Work. Und hier sieht man, na okay, da gibt es eine Musikspur. Das sind Einspieler und Musik, was halt so kommt. Dann gibt es eine Spur, da redet der Tim. Dann gibt es eine Spur, da redet der Holgi. Und da kann man jetzt noch auswählen, okay, zum Beispiel der Holgi kommt von Skype, da wollen wir jetzt neues Reduction einschalten. Oder auch nicht. Das kann man dann noch extra auswählen, was man halt so machen will. Und dann kann man so ganz normal wie immer eben Metadaten und so weiter bla 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 eingeben. Output-Files. Die Audio-Algorithmen unten haben sie jetzt ein bisschen dezimiert, weil die eh schon oben sind. Also da gibt es nur mehr diesen
Leveler, also diese Einstellungen gelten quasi für alle Spuren. Da kann man auch sagen, wie laut es dann am Ende sein soll. So wie gehabt. Und dann kriegt man ein Ergebnis. Aha, das ist Apple, gell? Ah, geht. Jo, da sieht man schon mal, wenn man sich die Statistiken anschaut, kriegen wir schon mal Statistiken pro Spur. Die üblichen Details, es wird ein bisschen viel, also man sieht halt, wie laut die ganzen Spuren sind, was da passiert ist, wie er da geregelt hat. Dann kriegt man natürlich, was ein schöner Nebeneffekt ist, kriegt man natürlich gute Metadaten, wann wer wo gesprochen hat. Das ist jetzt da nur mal so provisorisch visualisiert, sagen wir so. Also man sieht hier zum Beispiel das Rote, wenn die ganzen Musikeinspieler, dann ein Sprecher ist da grau und einer ist schwarz. Das kann man sicher noch viel besser visualisieren, das ist jetzt nochmal der erste Versuch. Spielen wir mal kurz an. Hört man nichts, gell? Aber ist egal, ist nicht so wichtig. Ja, was passiert da jetzt? Ist egal, das ist... Ah, okay. Man hört es, das ist die Musikspur. Und da irgendwo fangen sie zum Reden an. Um deine Frage zu... Fängst du jetzt schon an zu reden? Ich warte noch auf die ironische Brechung. Kommt da noch eine ironische Brechung? Ich wollte das gerade zerstören. Sehr viel Respekt und go. Und so weiter und so fort. Ja, was passiert da jetzt? Ich bin selber überrascht, wie gut das funktioniert. Und zwar, was passiert da? Also bei diesem Beispiel, das ist ein ziemlich einfaches Beispiel, weil die Aufnahmequalität vom Team eh natürlich gut ist. Und da ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel Unterschied, wie wenn er das selber machen würde. Aber es gibt vor allem so viele kleinere Podcasts, die halt meistens so Mumble oder Teamspeak Spuren oder irgend solche grausigen Dinge haben. Und wenn man die dann alle zusammenmischt, dann klingt das halt nicht ganz so gut. Und was passiert da? Also wenn jetzt diese Files reinkommen, gehen wir nochmal diese Form durch. Wenn jetzt diese Files reinkommen, ist eigentlich das gleiche Spiel wie immer. Also es gibt natürlich einmal diesen Leveler, der halt versucht, die Spuren so ähnlich laut zu machen und der jetzt natürlich nicht so aggressiv eingreifen muss wie in der Einkanalversion, was gut ist. Also in der Einkanalversion kann es sein, dass da einmal wer ganz leise ist und dann wieder ganz laut und da muss man halt ganz zeitlich kurze Unterschiede ausgleichen, was natürlich immer problematisch ist und die Dynamik halt sehr, sehr verändert. Genau das passiert jetzt da natürlich nicht mehr, also es wird schon noch ausgeglichen, aber nur auf einer größeren Zeitskala im Endeffekt. Und das heißt, es gibt wieder mal diese Adaptive Leveler Funktion, die halt versucht alles so ein bisschen auszugleichen und so Kompressor und so weiter drüber schaltet. Dann gibt es jetzt den Automixer, das ist da jetzt keine Box, weil der ist immer standardmäßig on im Moment, vielleicht gibt es das nochmal als eigene Option dann. Und zwar, was macht der Automixer? Der Automixer macht es einerseits, also es gibt da zwei verschiedene Fälle. Also ein Fall wäre, es gibt eine Aufnahme in einem Raum, also wo mehrere Leute in einem Raum aufnehmen. Da hat man dann quasi immer das Übersprechen von den anderen Sprecher in die anderen Mikrofone und so weiter. Das wäre der eine Fall. Der zweite Fall ist, die Aufnahme ist nicht in einem Raum und das heißt, wie gesagt, wie über Skype oder sonst irgendwas. Und das wird dann einfach zum Schluss zusammen gemixt, also da hat man dann nicht das Übersprechen drinnen. Und der zweite Fall ist ziemlich einfach, da tut man einfach ein bisschen gaten, also man schaut halt, wo der Sprecher aktiv ist und den Rest schaut man weg. Beim ersten Fall ist nicht ganz so einfach, weil da muss man mal überkennen, was ist jetzt in einer Spur übersprechen und was nicht. Und das dann so gegenseitig wegrechnen und sie so irgendwie im Kreis drehen. Und... genau, das ist dieser Automixer, dann kann man, wenn man will, kann man noch eben Noise und Hum Reduction anschalten. Also im Prinzip macht es alles von Gaten, Kompressor, Filtern, Noise Reduction, Mixen, bla bla. Was ist Entwadern? Entwadern? Darth Vader atmen rausnehmen.
Ja, du darfst nicht sogar Headsets verwenden. Ja, mach ich aber. Nee. Ja, aber du kannst es doch unterscheiden, oder? Du kannst auch sehen, dass es nicht Sprache ist. Ich weiß es nicht ganz. Du meinst einfach das Atmen weg, oder was? Ja, einer redet und der andere atmet. So. Aha, so. Aber wenn nur Atmen ist. Ja, ja, sicher, das ist weg, ja? Genau. Das ist weg. Endlich. Ja. Ja, und so ein paar nette Seiteneffekte, also apropos, um es nicht zu vergessen, das ist jetzt natürlich für jeden zur Verwendung, und zwar, wie funktioniert das? Man geht da auf Phonic und auf Multitrack, also auf Phonic Engine Multitrack, und dann kann man das verwenden. Und das ist live, ja. Dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Presets dazu. Also da ist der URL auf Engine Preset, ich glaube Preset Multitrack. Na? Schau mal. Presets, du kennst unsere URLs besser wie ich. Presets. Na? Warte mal. Engine Preset Multitrack. So ist es, glaube ich. Jedenfalls, das ist jetzt nur mal geheim, quasi für die Botlove-Workshop-Teilnehmer. Multitrack Presets vielleicht. Ah, Multitrack Preset. Aber ich kann die URLs dann nachher nochmal wohin stellen. Genau, da haben wir es. Also, da kann man natürlich schon die Audio-Algorithmen pro Track eingeben und dann lädt man sich die Nummer rein und tut einfach die Audiodateien dazu. Kann man auch mehrere Audiodateien gleichzeitig auswählen und dann legt die Tracks automatisch an, auf Basis der Dateien an? Nein. Multitrack-Wachs oder sowas umgehen? Nein. Aber das wäre total clever, oder? Naja, es gibt einen Unterschied zwischen Multitrack und Multichannel. Also der Unterschied, Multichannel wäre quasi mehrere Kanäle in einer Spur. Und das ist eigentlich für das, was dieses Multi-Channel-WAV hier gedacht ist. Also du kannst ja 5.1 Spuren haben oder Stereo-Spuren oder Mono-Spuren. Das heißt, es werden mehrere Kanäle in einer Spur. Aber du kannst ja auch Multiple-Streams pro Datei haben. Ja, wie auch immer, das sind Details, das können wir dann noch genauer reden. Jedenfalls, was wollt ihr jetzt eigentlich noch sagen? Auf irgendwas wollte ich raus. Ja genau, also was extrem gut funktioniert. Übrigens, es ist noch Beta, also wir brauchen noch mehr Daten, also es kann noch zu Problemen kommen. Dafür habe ich noch nicht genug Daten gehabt. Aber was ich aus den Daten bis jetzt sagen habe können, also was extrem gut ist, also den ganzen Hall entfernen aus diesen Aufnahmen, weil dieser halt meistens davon kommt, dass man den ganzen Raumanteil mitnimmt und das dann wieder so rein schwappst. Das funktioniert echt extrem gut. Dann, was bei deinen Sendungen war, bei Freakshow, du hast immer extremes Übersprechen drinnen, was auch total weg ist, also da gibt es überhaupt nichts mehr. Dann, was auch gut funktioniert, ist, wie gesagt, so Sendungen über Skype und sonstiges, wo man halt, also jetzt nicht das Übersprechen-Problem hat, aber da sieht der neues Label halt immer aufaddiert. Das wird auch sehr gut rausgenommen. Eigentlich braucht man die ganze Noise Reduction nicht mehr. Das ist eh super. Die ist eh nur rechenaufwendig. Ja. Jo, ansonsten. Kann man sich die anderen Spuren auch wieder ausgeben lassen oder gibt es nur die Summe? Nein, die Summe. Ansonsten, was es noch Probleme geben kann. Also, ein Problem, weil ich noch nicht weiß, wie das dann einmal gelöst werden wird, ist bei Musikspuren. Im Moment ist es so, dass Musikspuren einfach auf die gleiche Lautness angepasst werden wie die Sprachspuren. Das funktioniert bei den Testdaten, was wir gehabt haben, auch immer ganz gut, weil das einfach eine Spur war, wo halt Einspieler waren. Aber das Problem ist natürlich, wenn man jetzt will, dass diese Musik im Hintergrund ist, will man sie eigentlich leiser haben. Und das muss man natürlich irgendwie uns sagen oder das muss man irgendwie wissen. Das kann man nicht irgendwie automatisch rausfinden. Das heißt, vielleicht müssen wir da noch ein Flag einführen für automatisches Ducking oder sonst irgendwas. Das müssen wir noch schauen. Aber ansonsten einfach probieren und wenn es Probleme gibt, mir melden. Und für uns ist natürlich auch super, weil je mehr das probieren, desto mehr Daten haben wir und dann können wir wieder fixen. Was noch wichtig ist, also gut wäre, wenn Sprachspuren und Musikspuren in eigene Tracks kommen. Also nicht mischen. Das wäre ganz gut, ja?
reinbaue, dann ja. Zieht ihr das jetzt wieder hoch? Nein, nein, das ziehen wir nicht hoch. Also wenn du selber reinbaust, dann lassen wir es natürlich. Aber wenn du jetzt quasi nur eine Spur hast, wo nur ein Soundbeispiel ist, dass du als Teppich hinter deinem Sprechen haben willst, dann würde, also wenn nur dieses eine drin ist, dann würde es hochgezogen werden. Aber wenn ich in einer Spur so ein U drin habe, in der Volume... Das müsste funktionieren, ja. Kommt drauf an, weiß ich nicht. Gibt es das auch schon über die API? Jein. Na, aber eins wollte ich noch zeigen. Also es gibt im API Response ist es drinnen. Also man kann die Daten abfragen über die API. Ja. Das wollte ich dir jetzt gerade zeigen. Und zwar habe ich das da so ein File ausgegeben, einmal, dass man sieht, wie das ausschaut. Wow, wo ist denn das jetzt? Downloads anzeigen. Wow. Und zwar sieht man das, dass es jetzt eben auch so Statistiken über API oder per File halt gibt, pro Tracks. Also man sieht halt immer, was es ist, ja, Music Track, dann gibt es da bla bla bla, Loudness. Dann Activity, zum Beispiel, wo das aktiv ist, von bis, bla bla bla. Dann der nächste Track, da ist jetzt Sprache, aber wieder die gleichen Statistiken von dieser Sprecher. Also das sieht man Identifier DIM und dann sieht man die Activity. Also das kann man dann natürlich alles verwenden, um das gut zu visualisieren oder sonstige Späße aufzuführen. Jo. Dann einfach verwenden und ja. Sagen, wenn es Probleme gibt. Danke. Ja, großartiges Feature. Auf nichts habe ich so sehr gewartet wie auf den Tag. wir haben da auch schon seit längerem Pläne, wie wir das einbauen wollen. Also gerade diese Activity-Daten sind natürlich super spannend. Die werden uns dann in einer, ich hoffe nicht allzu fernen Zukunft, in die Lage versetzen, diese Sprecheraktivität auch im Player abzubilden. Das heißt, das Ziel ist quasi direkt schon im Player in der Timeline sehen zu können, wer redet wann. Ja, also man kann dann, was weiß ich, wie man das dann visualisiert, also sagen wir mal, jeder Sprecher hat seine eigene Farbe und so seine eigene Linie, die dann eben unterbrochen ist, wenn man nicht redet, sodass man eben von vornherein schon mal sieht, so, ah, wo ist denn die Stelle, wo Person X den langen Monolog gehalten hat? Da muss man dann nicht irgendwie eine Viertelstunde durchsuchen, sondern man sieht das einfach auf den ersten Blick. Das finde ich schon mal eine ganz große Sache. Und abgesehen davon, dass man natürlich dann auch so im Statistikbereich eine ganze Menge machen kann, was weiß ich, so Redeanteil und so weiter, ja. Man kann auch so Sachen rausrechnen wie, wie groß ist so der Chaos-Koeffizient. Also man kann ja dann ausrechnen, wie viel die Leute sich gegenseitig unterbrechen. Ja, also das fände ich mal wirklich super, dass man sozusagen zu jeder Sendung gleich noch so eine Skala angeben kann, wie groß so der Chaos-Koeffizient ist. Und es ermöglicht natürlich auch ganz neue Navigationsmöglichkeiten, weil wir können jetzt nicht nur so eine Spur mal 30 Sekunden Vortaste machen, sondern wir können sagen, das interessiert mich jetzt nicht, was der Typ da gerade erzählt, spring mal vor zum nächsten Sprecherwechsel. Oder ich habe das nicht mitbekommen, wie war das nochmal, spring mal zurück an die Stelle, wo Person, die gerade redet, angefangen hat zu sprechen. Das mag jetzt nicht in allen Fällen immer funktionieren, wenn da mehrere gleichzeitig quatschen, das muss man auch nochmal absehen, inwiefern das wirklich machbar ist, aber da ist einfach eine ganze Menge Musik drin. Und ich wollte mal kurz fragen, wer von euch nimmt heute schon Multitrack auf? Das wollte ich auch fragen. Ja, und wer, also und die anderen Podcasts, wer tut es nicht? Ja, und wer von denen, die es jetzt nicht tun, würde es jetzt vielleicht gerne tun wollen? So? Okay, alles klar, ja, das dachte ich mir schon so. Ne? Also das bringt eine Menge. Ich meine, ich finde es ohnehin schon, also ich mache das schon immer und es ist vor allem auch für das Nachbearbeiten einfach so Gold, schon in dem Timeline-Editor zu sehen, ja, wo ist denn hier was, Stellen wiederfinden und so. Und jetzt können wir das damit natürlich auf eine ganz neue Ebene machen.
hast ja noch dieses Waveform-Ding auch noch mit drin, dann kannst du auch noch mal kurz sagen. Bitte? Die Waveform-Sache ist ja auch noch mit drin. Welches Waveform-Ding? Na, dieser Waveform-Generator. Aha, ja. Das ist eigentlich eine kleine Sache, aber das haben wir irgendwie neulich entdeckt. Habt ihr da schon was weitergemacht? Nee, aber wir denken drüber nach. Also weil das Ding ist, wie man vorher gesehen hat, bei uns wird halt immer nur so ein Bild angezeigt von der Waveform, was dann so rauskommt, das natürlich nicht so optimal ist. Einfach aus dem Grund, weil es bis jetzt noch keiner was anderes haben wollte. Und es gibt da jetzt so ein Format von der BBC, hat das anscheinend irgendwie mitentwickelt, wie man eben im Prinzip so, wie man es von den ganzen Audio-Editoren kennt, dass eben die ganzen Waveform-Daten so rausgeschrieben werden, wo man dann auch drin zoomen und bla 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 kann. Und da gibt es eben auch so JavaScript-Tools schon dafür, die mit diesem Format umgehen können. Und es wäre natürlich super, wenn das in den Webplayer kommt. Genau, und zwar, also ich sehe da zwei Sachen. Also Waveform finde ich ja für Podcasts nicht so interessant. Vor allem, wenn die Dateien bei euch rauskommen, sind die ja so langweilig, weil es ist ja dann nur noch eine dicke Wurst. Nichtsdestotrotz sehe ich so zwei Anwendungen für uns und so für die Leute unter euch, die sich jetzt sagen wir auch nochmal so immer schon mal auch programmiertechnisch nochmal einbringen wollten, so als Gedankenanregung. Also das eine Tor, was hier aufgemacht wird, ist eben auch so mal die Möglichkeit, so kollaboratives Nachvershownoten von Podcasts. Ja, also man stelle sich vor, es gäbe eine Webseite, wo man mal eine Sendung hochbringt, wo man dann eben zum Beispiel mit dieser Waveform im Web das schön visualisieren kann und gut so die Punkte finden kann, wo könnte denn mal eine Kapitelmarke anfangen oder auch so Sachen wie, wo ist denn jetzt hier Musik und so, also um einfach so interaktiv Sachen neu zu vertaggen und mit Kapitelstrukturen und so weiter und Metadaten zu versehen. Und im Webplayer, denke ich mal, ist die Wurst jetzt, das ist eher interessant, wenn man Musik macht, also Musik, Waveforms, die sind interessant. Manche benutzen vielleicht den Publisher auch für Musik, weiß ich nicht, so richtig viele Musikpodcasts habe ich noch nicht gesehen, da haben wir noch dieses leidige GEMA-Copyright-Problem. Aber was man natürlich damit auch machen kann, ist so einen VU-Meter direkt in den Webplayer einzubauen, weil im Prinzip ist ja hier nur die Aktivität kodiert und dann könnte man vielleicht eben auch so eine Aktivitätsanzeige mit einbauen. Das finde ich auch nochmal ganz fancy. Also da gibt es eine Wurst Menge. Die Wurst ist ja nur das Problem, wenn man jetzt quasi ganz auszoomt und nur den gesamten Blick von dem Ding hat. Also wenn du ein bisschen eingezoomt bist, so wie da, und das läuft halt so durch, dann siehst du natürlich schon, wo jetzt das nächste Segment anfängt und die ganzen Aussteuerungen. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, man kann jetzt mit Auphonic, wenn man da einfach mal eine Datei nimmt, kann man als Ausgabedatei diese Waveform machen. Die gibt es in zwei Varianten, in so einer Binärdatei-Variante .dat, da ist dann alles sehr kompakt und so klein wie möglich drin, und in so einer JSON-Variante. Hast du noch wenn ich dir jetzt unterbricht, das ist nur im Moment so, weil das jetzt einmal ein bisschen experimentell ist. Aber falls ich das wirklich durchsetzen würde oder falls das der Webplayer integriert, dass das quasi standardmäßig ist, dann ist es einfach standardmäßig an und man kann das per API abfragen. Ja, aber es wäre vielleicht nochmal ganz gut, dass man auch einstellen kann, mit welcher Sampling-Rate man das haben will und so. Einstellungen sind nie gut. Doch. Da reden wir noch drüber.